Hier soll es darum gehen, wie wir eine Ebenengleichung durch drei Punkte festlegen können. Also Ebene durch drei Punkte. So, wir haben eine Ebene E. Und in der Ebene sollen die Punkte A, B und C liegen. Und um die Ebene zu beschreiben, bedarf es drei Vektoren. Einmal einen Stützvektor. Diesen wähle ich so, dass er auf den Punkt A zeigt. Der Stützvektor soll dann P heißen. Und dann brauchen wir zwei Spannvektoren, die nicht parallel zueinander sind, also nicht linear abhängig, auch nicht kollinear, was alles in diesem Zusammenhang das Gleiche bedeutet. Und ich lege einen Spannvektor zwischen den Punkten A und B. Das wird der Vektor V sein. Und den zweiten Spannvektor, den Vektor W, zwischen den Punkten A und C. So, dann ist die Ebene E, wo ich auch gerne einen Index ABC drunter schreiben möchte, um zu verdeutlichen, dass diese Ebene durch die drei Punkte A, B und C gegeben ist, durch folgende Parametergleichung gegeben ist: Stützvektor P plus ein Parameter mal ein Spannvektor plus ein weiterer Parameter mal der zweite Spannvektor. Und jetzt identifizieren wir die Vektoren. Der Stützvektor P entspricht dem Ortsvektor des Vektors A. Plus, jetzt haben wir die Vektoren zwischen den Punkten A und B, also das ist der Vektor V ist der Vektor AB und der Vektor W entspricht dem Vektor AC. Und wie bei den Geraden müssen wir auch sagen, was unsere Parameter eigentlich sind. Und das sind reelle Zahlen. Und erst wenn wir alle reellen Zahlen durchlaufen, macht es aus diesem Gebilde eine Ebene. So, kommen wir zu einem Beispiel. Nehmen wir die Punkte A mit den Koordinaten 1, 1, 1, den Punkt B mit den Koordinaten 3, 2, 7 und den Punkt C mit den Koordinaten 2, minus 1 und 3. Dann müssen wir einfach die jeweiligen Vektoren ausrechnen. Wir nehmen den Ortsvektor des Punktes A. Das sind einfach die Koordinaten übereinander aufgeschrieben. So, dann den Vektor AB. Das ist nichts anderes als der Ortsvektor des Punktes B. Also 3, 2 und 7 minus den Ortsvektor des Punktes A. Also der Ortsvektor des Endpunktes minus Ortsvektor des Startpunktes. Und das ergibt 3 minus 1 ist 2, 2 minus 1 ist 1 und 7 minus 1 ist 6. Und das gleiche machen wir für den Vektor AC. Da nehmen wir den Ortsvektor des Punktes C, also 2 minus 1, 3, minus den Ortsvektor des Punktes A, also 1, 1, 1. Das ergibt 2 minus 1 ist 1, 1 minus, minus 1 minus 1 ist minus 2 und 3 minus 1 ergibt 2. So, dann können wir unsere Ebene hinschreiben, die Ebene durch die Punkte A, B und C hat folgende Parametergleichung: den Stützvektor 1, 1, 1 plus t mal den Spannvektor 2, 1, 6 plus s mal den Spannvektor 1, minus 2, 2. Hier nicht vergessen, die Parameter sind alle reellen Zahlen.